Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Franz Josef Stoiber. Ich spreche heute über das wichtige Thema, die Kunst des Registrierens auf der Orgel. Die Registrierung auf der Orgel ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, mit dem man sich unbedingt gründlich auseinandersetzen sollte. Hat es doch einen ganz unmittelbaren Einfluss auf dem, was Sie, auf den Klang, den Sie zum Ausdruck bringen wollen. Natürlich ist es wichtig, dass man die Dinge auf der eigenen Orgel ausprobiert. Ich kann nur einige Grundsätze Ihnen an die Hand geben, aber dann entscheidet das Ohr, der Klang und auf der Klang Ihres Instrumentes. Die Grundregister einer jeden Orgel sind die sogenannten Prinzipale, die wir auf jedem Werk haben, sei es im Hauptwerk, im Positiv, im Schwellwerk und im Pedalwerk. Bei kleineren Orgeln fehlt vielleicht der Prinzipal 8 Fuß, der muss dann ersetzt werden durch ein Gedacht oder eine Flöte oder zwei Achtfüßer. Und wir haben dann Prinzipal 8, Oktav 4, Super Oktav 2, das sind immer die eine Oktav höher, die Prinzipalstimme eine Oktav höher. Dann gegebenenfalls eine Prinzipalquinte, Quinte 2, 2 Drittel und dann die Klangkrone, die Mixtur. Jetzt, wenn nur eine vorhanden ist im Hauptwerk, ist es gewöhnlich eine 1 Drittel Mixtur. Wenn die Mixtur tiefer angelegt ist, dann eine 2 Fuß. Bei einer 16 Fuß Orgel eine 2, 2 Drittel Mixtur, eine hohe Mixtur im Positiv zum Beispiel kann auch eine Einfuß-Mixtur sein. Schon der Prinzipal alleine gespielt kann eine wunderbare Klangfarbe sein für eine Ensemble-Registrierung, ein kleines Präludium oder auch für die Begleitung, sei es des Chores oder einer kleinen Gemeinde oder einer Solostimme. Ich nehme den Prinzipal 8 Fuß. Im Pedal registriert man dann entsprechend ein Super 16, gegebenenfalls auch einen Prinzipal 16, wenn einer vorhanden ist, und auf jeden Fall dazu noch ein Oktavbass 8 Fuß, also ein Prinzipal 8. Das klingt dann so. Jetzt zum Prinzipal 8 Fuß den 4 Fuß hinzu, dann würde ich entsprechend im Pedal einen Choralbass 4, das ist auch ein Prinzipal, eine Prinzipalstimme, nehmen, also 8, 4 im Manual Prinzipal und im Pedal Super 16 und 8 und 4 Prinzipale. Das ist im Grunde schon eine der wichtigsten Registrierungen für die Gemeindebegleitung. Will man einen etwas festeren Klang haben oder ist die Gemeinde größer, kann man gern auch eine Oktave 2 dazu nehmen oder auch zum Beispiel das Sanctus oder das Gloria. Dann wäre das so. Dann nimmt man jetzt zu dieser 8-4-2 noch eine Quinte dazu. Dann hat man so ein sogenanntes Vorplenum, das sich gut für polyphone Stücke eignet, zum Beispiel für Fugen. Im Pedal könnte man dann zum Beispiel zu dem 16-8-4 schon eine Zunge dazu nehmen. Sei es gekoppelt aus einem anderen Werk oder eine Trompete 8 Fuß. Schnelle
polyphone Stücke ist diese Registrierung sehr gut geeignet. Nun können wir die Prinzipalpyramide vervollständigen und ein Prinzipalplenum registrieren. Da wird eben dann 8-4-2, Quinte, 2-2 Viertel und Mixtur. Dann haben wir schon unsere festliche Registrierung, gegebenenfalls die Koppel ins Pedal. Manchmal ist es besser, eine Koppel eines anderen Manuals zu nehmen, damit keine Stimmkreuzung zwischen Tenor und Bass auftritt. Nun, das klingt jetzt so. Nehmen wir mal ohne Zunge im Pedal. Prinzipalpyramide kann natürlich entsprechend erweitert werden bei größeren Orgeln mit einem 16 Fuß, sei es ein Bordun 16 oder eben ein Prinzipal 16, der dem Ganzen natürlich dann eine Gravität verleiht. Bei größeren Orgeln ist dann entsprechend auch ein Prinzipal 16 im Pedal vorhanden, eventuell eine Pedalmixtur. Und dann hat man schon eine sehr festliche Registrierung. Gut dann im Pedal noch eine Zunge dazu zu nehmen, sei es ein Fagott 16, ein Posaune 16, gegebenenfalls auch noch eine Trompete 8 Fuß. Und bei entsprechend großen Orgeln hat man natürlich auch dann eine tiefer liegende Mixtur, eine Großmixtur 2-2 Drittel. Die kann man dann entweder, wenn es nicht zu strahlend sein soll, für sich nehmen oder eben dann beide Mixturen, die große und die kleine auf 1 Drittel Basis. Die 8-Fuß-Basis kann man natürlich dann etwas verstärken. Ich gehe nochmal zurück auf mein 8-4-2-Mixtur, einen Drittel Plenum und nehmen wir jetzt zum Beispiel ein Streicher, die Gambe. Dazu. Sie trägt, durch ein Streicher wird die Zeichnung der Stimmen unterstrichen, also gerade wieder bei polyphoner Musik. Oder wenn man eine Flöte hinzuzieht, wird das etwas fülliger im Klang. Davon ab, wahllos einfach die 4-Fuß, vor allem die 2-Fuß-Stimmen zu verdoppeln. Da kommt es oft zu Verstimmungen und der Klang wird dadurch meistens nicht besser. Vor allem im 2-Fuß-Bereich, auch wenn man koppelt, soll man dann vielleicht im anderen Werk den 2-Fuß weglassen, weil der 2-Fuß dann sehr häufig in den Mixturen auch schon dabei ist. Auch genauso im 4-Fuß-Bereich, bitte nicht alle möglichen Flöten und so weiter zu den Prinzipalen dazuziehen. Das trägt nicht zum besseren Klang bei. Aber die 8-Fuß-Basis, die sind durchaus gerade auch in deutschen Orgeln, kann man die 8-Fuß-Basis gut stärken. Nun, das ist jetzt so, also die Prinzipalstimmen sind im Grunde die wichtigsten Stimmen. Entsprechend kann man dann auf den anderen Werken verfahren und wenn man dann noch mehr Klang will, kann man dann eben die Werke auch zusammen koppeln. Ich komme jetzt zu den gedeckten oder gedackten und Flöten, den sogenannten Weiten, Weitchor. Und diese Stimmen sind vor allem für die Begleitfunktion gedacht, für die Begleitung des Chores, des Kantors oder eben einer Orgel-Solo-Stimme. Im Pedal wird dann entsprechend ein Super 16 und ein Gedackt 8 genommen und eventuell auch die Koppel dazu. Das wäre dann hier, ich nehme zum Beispiel eine Rohrflöte 8 und eine Spitzflöte 8 und im Pedal
Suppas 8, Gedakt 8. Hier muss man gut schauen, ob das Pedal klar bleibt. Gegebenenfalls hilft hier dann auch die Koppel, dass man also die Manualgedakte und Flöten ins Pedal koppelt. Acht- und Vierfußstimmen in der Begleitung eignen sich besonders für polyphone Strukturen oder auch Imitationstechniken. Damit eben die Mittelstimme gut rauskommen, ist es eher flächig. Dann wird man zwei Achtfußstimmen nehmen. Ich nehme hier zum Beispiel mal Rohrflöte und Gambe. Dann ist das Ganze flächiger. Nun komme ich zu den Solostimmen, zunächst im Sopran. Hier eignen sich besonders Aliquot-Mischungen. Also Aliquot-Mischungen, das sind die Register mit den Bruchzahlen. Und natürlich eignen sich auch Zungen, aber die Zungen, die hebe ich mir vor allem für den Tenor auf. Die Solozungen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt die Aliquot-Mischungen für den Solo-Sopran. Viele Orgeln haben eine Sesquialtera zweifach, da ist die Quinte, zwei, zwei Drittel, und die Terz, ein, drei Fünftel zusammengespannt, meistens prinzipalisch intoniert. Und natürlich braucht eine Sesquialtera einen Unterbau in Form von Prinzipalen, 8 und 4, oder gedakten Flöten, 8 und 4, oder eine Mischung, gedakt im 8 Fuß, Prinzipal 4. Da muss man experimentieren, was sich dann gut mischt. Und dem Ganzen kann man dann mit einem Tremolo, einem Tremolanten, noch ein leichtes Vibrato verleihen. Ich nehme hier mal, ich habe hier keine Sesquialtera, aber die, eine Quinte und Terz, aber eher Richtung Flöte gestimmt. Ich nehme das mal. Die zwei Obertonregister und als Basis gedakt und quer, 8 Fuß, Querflöte 4 Fuß und als Begleitung 8 und 4 und Pedal 16, 8 und koppel die Flöten ins Pedal. Ist mehr Legato, dann können Sie hier mit dem Tremolanten das Ganze etwas beleben. Ganz sehr schön ist auch ein Nasard Solo. Wenn Sie einen Nasard, ist meistens etwas weiter intoniert. Natürlich brauchen Sie auch wieder den Unterbau. 8 und 4 und den Nasard dazu mit Tremolant klingt das dann so. Den Nasard vielleicht eher mit zwei Achtfüßern begleitet. Thank you.
Jetzt kommen wir zum Kornett oder französisch Cornet. Fünffach. Wenn er nur dreifach ist, dann fehlen meistens der Unterbau, 8 und 4 Fuß, den man dann dazu ziehen muss. Cornet fünffach, das sind also dann 5 Stimmen, 8, 4, 2, 2, 2 Drittel, 2 Fuß, 1, 3 Fünftel. Das ist der sogenannte Composé, der zusammengestellte. Und das ist also ein Zug mit 5 Fußtonlagen. Ich nehme hier den Cornet im dritten Manual und begleite hier. Den kann man durchaus, weil der ist meistens sehr kräftig, den kann man durchaus mal mit prinzipal 8, gegebenenfalls auch 4 Fuß begleiten. Ich versuche das mal. Wenn die Oktave 4 zu stark ist, können Sie auch eine Spitzflöte nehmen. Diesen Cornet kann man gegebenenfalls auch zusammenstellen. Das heißt, die einzelnen Fußtonlagen sind extra verfügbar. Man nennt das im Französischen ein Décomposé, Cornet Décomposé. Also der ist noch nicht zusammengestellt und der eignet sich besonders gut für Tenor Soli, aber natürlich auch im Sopran, für Tenor Soli dann, wenn Sie mal Ihre Zunge nicht gestimmt haben sollten. Hier wird das am zweiten Manual möglich. 8 Fuß Basis verstärke ich jetzt mal durch einen Streicher, also Gedacht 8, Viola 8, dann Querflöte 4, Nasar 2, 2 Drittel, Flageolett 2 Fuß und die Terz 1, 3 Fünftel. Man könnte dazu dann gerade im Tenor auch noch das Larigo 1 Drittel nehmen. Jetzt mal hören Sie mal beide Kornette im Unterschied, den Composé schon mit einem Zug, den zusammengestellten. Also der schon auch fünffach ist, oder eben den anderen, wo Sie den erst zusammenstellen müssen mit 5 Registerzügen. Also den Sie schon gehört haben, den Cornet, Composé. Natürlich können Sie alle Register, alle 8-Fuß-Stimmen Ihrer Orgel als Solo nehmen, eben Ihren Prinzipal als Solo, Ihren Prinzipal 8-Fuß oder eben auch eine schöne Flöte als Solo. Sie müssen nur schauen, dass Sie dann entsprechend dezent begleiten. Auch interessant ist jetzt 4-Fuß-Stimmen, eine Oktave tiefer als Solo zu nehmen, zum Beispiel die Oktave 4-Fuß, die ja zum Beispiel Bach als Imitation der Streicher, der Violinen benutzt. Da sollten Sie unbedingt experimentieren und Ihre Gemeinde alle Ihre schönen Register als Solostimmen vorstellen. Nun komme ich zum Solo im Tenor. Hier eignen sich natürlich die Zungenstimmen sehr gut, gerade die Solostimmen, die Solozungen wie ein Krummhorn 8 Fuß, eine Oboe 8 Fuß. Natürlich können Sie alle diese Stimmen auch im Sopran spielen, aber sie klingen besonders schön im Tenor, weil Sie da die Fülle Ihres Klanges am besten entfalten. Und im Sopran nach oben hin werden Sie ja eher dann etwas dünner im Klang. Oder eben auch eine Trompete 8 Fuß. Und immer sollen Sie die Zungen, man nennt das, abdecken mit einem Gedeckt, damit die Grundtonlage gut gestärkt wird. Oder ein Gedeckt 8 oder noch eine Flöte dazu, um die Ansprache etwas zu verbessern. Oder vielleicht sogar ein Prinzipal 4 Fuß, zum Beispiel eine Trompete 8. Da verbessern Sie die Ansprache noch, oder die Ansprache wird klarer durch einen Prinzipal 4 Fuß. Also ich nehme hier, habe ich kein Cornet, aber ich nehme mal die Trompete 8 Fuß.
Fuß, das ist hier eine Trompetharmonik, decke das ab mit einem Gedacht 8 und einem Prinzipal 4 nehme ich dazu. Und hier nehme ich jetzt mal ein Prinzipal 8 zur Begleitung und Subbass und Oktavbass im Pedal. Das war eine erste Einführung in die Kunst des Registrierens. Einige allgemeine Grundsätze, aber natürlich müssen Sie schlussendlich mit Ihrem Ohr entscheiden, was sich an Ihrer Orgel am besten mischt, welche Register Sie ziehen für welchen Ausdruck, für welchen Satztypus. Noch zwei Infos am Rande, wenn Sie meine Termine von Konzerten oder Kursen wissen wollen, dann schauen Sie auf meine Homepage. Und ein zweites, das PDF mit den Notenbeispielen 2022, können Sie nach wie vor per Mail bei mir persönlich beziehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Registrieren und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Video wieder dabei sind. Abschließend improvisiere ich eine kleine Choralbearbeitung mit dem Prinzipalplenum. Ein Prinzipalplenum auf 16 Fuß Basis mit einer großen und kleinen Mixtur als Klangkrone. Den Tenor Cantus Firmus gestalte ich mit einem Zungenplenum des zweiten und dritten Manuals auf 8 Fuß Basis. Die Zungen werden verstärkt durch Aliquoten, Quinte, Terz, Cornet.